Ja, einen wunderschönen Nachmittag oder guten Abend. Verstehen mich alle? Ja. Alles gut. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, dass Sie sich Zeit genommen haben und heute hier sind. Ich werde versuchen, in 45 Minuten Ihnen ein bisschen den österreichischen Geldmarkt zu erklären. Auch welche Risiken es gibt in Österreich für das Thema Geld. Und auch wie das vom Gesetz her, wie der Staat Österreich uns in Österreich schützt vor gewissen Risiken. Wir wissen, dass Österreich, oder sagen wir so, wir glauben, dass Österreich ein reiches Land ist. احنا نعتقد ان النمسا من اغنى الدول في العالم. Aber بس es ist so, dass der Staat in Österreich nicht alles löst. بس الدولة النمساوية ما تقدرش ان هي تحل كل المشاكل اللي موجودة في النمسا. Wir wissen, dass speziell im arabischen Raum das eher so ist, dass der Staat ja alles lösen tut. احنا عارفين ان في الدول العربية الاخص بيحاولوا الدولة او الحكومة العربية ان هي تحل معظم الحاجات. Und das ist in Österreich halt nicht so der Fall, dass der Staat alles schützt und alles erledigt. للاسف في النمسا ما فيش القدرة ان احنا ممكن نحل الاوضاع او المشاكل المالية اللي بتحصل في النمسا. Das, was wir immer berücksichtigen, ist, jeder Mensch hat Wünsche und Ziele. Da ist es halt so, sehr viele Menschen wünschen sich ein eigenes Geschäft. مكان ليهم او حاجه خاصه بيهم زي محل او حاجه زي كده. Das zweite Wunsch, was bei den meisten Menschen ist, ist ein eigenes Haus zu haben. حتى يكون عندهم شقه او بيت تمليك ليهم. Und der dritte Wunsch, wenn Kinder da sind, dass die Kinder eine gute Ausbildung haben, dass die besser starten können. انه الاطفال يكونوا عندهم لو عندهم اطفال ان هم يبقى عندهم تعليم عالي. ومستقبل اكيد مش محطم او حاجه. Aufgrund der Gespräche, was wir mit Kunden aus dem arabischen Raum heraus haben, sind wir drauf gekommen, dass das hier so meistens das Thema ist bei im Arabi, also bei Menschen aus dem arabischen Raum. من المحادثات اللي احنا عملناها مع ناس عرب عرفنا ان دول ثلاث حاجات اهم ثلاث حاجات عندنا كوطن عربي. Was aber dann vom Staat her noch ein Problem ist, wir nennen es Risiko, ist das Thema Pension. Und da gibt es halt gewisse Vorgaben, was man haben muss, dass man in Österreich über Pension bekommt. لازم يكون في حاجات أساسية علشان تقدر إنك تاخد معاش لما تبقى أنت في السنوات يعني 65 أو 60 سنة في حاجات لازم تأديها للدولة علشان تقدر إن أنت تاخد معاش. Fakt ist, dass egal welches Ziel und auch das Risiko Pension, wenn ich das erreichen will, brauche ich Geld. المجمل من الموضوع حتى لو إحنا عاوزين بس إن إحنا نوصل لده أو حتى ناخد معاش محتاجين فلوس. Ohne Geld bekomme ich auch keinen Kredit. Und da ist halt das Hauptthema, das ist die Geldpyramide. Haram al-Mal, yani, ja, Haram al-Mal.
Und wie soll das Geld verteilt sein? ازاي نقدر ان احنا نقسم فلوسنا؟ Es soll etwas langfristig sein, mittelfristig, täglich fällig. في الجزء اللي تحت اللي هو langfristig معناها حاجة تدوم لفترة أطول. في الجزء اللي في وسط اللي هو حاجة تدوم لفترة قصيرة أو فترة متوسطة. والآخر جزء هو حاجة يومية. Dass man das von der Laufzeit greifen kann, meine ich hier 10 Jahre und länger, 5 bis 10 und täglich fällig. مثلاً 10 سنين أو أكتر إنكوا تحطوا فلوس بس 10 سنين أو أكتر تستثمروها أو استثمار من 5 إلى 10 سنوات أو حاجة يومية تستثمروها. Jetzt möchte ich nicht nur ich reden, sondern auch Sie ein bisschen mit einbinden. هو مش حابب يتكلم لوحده وحابب ان انتوا كمان تتشاركوا معاه. Erste Frage, hat jemand Ziele? Ist jemand hier erinnern, der was Ziele hat? حد عنده اهداف؟ Alle haben Ziele. Wer hat Ziele? Kurz aufzeigen oder so machen? Alle? Okay, passt, gut. Ist jemand, der was sich ein Haus kaufen möchte? Ja, okay. Ja, okay, dann nehme ich Sie gleich her. Sie möchten ein Haus einmal haben. Wo soll das Haus stehen? Also hauptsächlich in Wien. In Wien? Wie groß soll es sein? Oder um Wien, ja. Wien und Umgebung. Wie groß soll das Haus sein? Ungefähr 100 Quadratmeter. 100 Quadratmeter. Mit Garten? Ja, das ist... Kleine Garten, sagt die Frau schon dazu. Okay, passt. Okay. Okay. Was kann so ein Haus mit 100 Quadratmeter, kleiner Garten, was kostet sowas jetzt in Wien? Soweit ich weiß, ist es ungefähr 400 bis 500. Okay. Dann sagen wir, also bin zu schnell. Nein, nein, alles gut. Hat das jetzt jeder verstanden? Ja, okay. Sie haben kommuniziert. Haus kostet 500.000 Euro. Jetzt ist es so, dass man ja nicht nur die 500.000 bezahlt, sondern Nebenkosten noch hat. Ah, akit, taban. Hau wie ul, el Beet heib 500.000 Euro. El Ustaz sa'alu, ta'awiz Beet, ta'awizu kem, hawali kem Quadratmeter, yani hawali kem Misaha de eh, 100 Quadratmeter, hayitkallif fi Vienna 500.000, ja. زائد كمان ان جنب ال 500.000 هيبقى في حاجات تانية برضو لازم ندفعها خدمات وكده. Okay. Und da kommen so rund 10% Kaufnebenkosten dazu. مش الخدمات هي حاجات كمان إضافية للاشتراء بتاع البيت كمان 10% لازم يدفع على ال 500.000. Das sind dann 50.000. يعني حوالي 50.000. Das heißt, das Haus kostet eigentlich schon einmal 550.000. Ja, nee, الإجمال 550.000. Was ist da drinnen? Immobilienmakler, Steuer, Notar. اللي جوه في ال 10% دولت السمسار. السمسار الضرايب واللي بيسجل العقد بتاع البيت ان هو ملك حضرتك، النوتار. Jetzt, wenn ich Sie frage, indiskrete Frage, 550.000 Schublade schon drinnen? Nein. Noch nicht? Okay. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine Bank brauchen, die was finanziert. Ja, yani, der Ustaz macht 550.000 Euro für Beto. فأكيد هنحتاج لبنك عشان يدي كارت. Die Bank sagt, okay, Sie gehen arbeiten, Frau geht arbeiten, alles ist gut. Dann brauchen Sie 20% Eigenkapital. Die Bank hat gesagt, okay, der Ustaz arbeitet und Mrato arbeitet. Sie können eine Karte geben, aber sie braucht 20%, um sie zu bezahlen. Von den 500.000. Von den 500.000. Sind aber trotzdem 100.000 Euro, was Sie in der Schublade brauchen. Yani, die Bank hat البنك يعني اللي هياخد كارد من البنك الأستاذ لازم يدفع 100.000 أورو الأول علشان البنك توافق على باقي الكارد. Das heißt, man muss einmal eigenes Geld sparen.
dass man dann Kredit bekommt. يعني لازم احنا الاول نحوش فلوس لينا عشان بعد كده البنك تدينا الكارد اللي احنا عاوزينه. Da muss man beim Sparen jetzt aufpassen, weil in Österreich jetzt gerade die Inflation ganz stark ist. حاليا لازم نخلي بالنا في ازاي احنا بنحوش او نستثمر فلوسنا لان التعويم في النمسا بقى عالي جدا. Aber das war ja nicht immer so. بس ما كانش على طول كده. Aber die durchschnittliche Inflation ist so 3%. التعويم العمومي في النمسا او في دول اوروبا 3%. اوكي. التعويم بالمصري التضخم. معلش انا بتكلم مصري. اوكي التضخم 3%. اوكي. Es heißt, wenn wir jetzt, ich nehme jetzt wieder Sie als Kunde her, wir machen ein Konzept, wo wir 100 sparen, dass wir 100.000 Euro sparen, müssen wir auf das schon einmal beachten. Das heißt, wir brauchen Erträge, Gewinne, die was besser sind als Inflation. يعني احنا لما هنيجي نحوش علشان نجيب ال 100.000 Euro, لازم نخلي بالنا ان التضخم ال 3% ان احنا نحوش اكتر من ال 3% تضخم اللي ممكن يكون موجود. Die ersten 100 Euro, wo sollen Sie das kriegen? Das ist was anderes. Ich heute nur Markt, Geldmarkt und Risiko. So, was aber jetzt ist, jetzt sagen wir zwei, okay, wir bauen uns die Geldpyramide auf und wir sparen brav. Jetzt gibt es aber dann Gefahren, die das Geld gefährden. يعني احنا قلنا خلاص احنا هنقسم الفلوس بتاعتنا وهنعرف ازاي نحوش بس في مخاطرات ممكن برضو تواجهنا لما احنا نحوش الفلوس دي. Was ist so eine Gefahr? ايه المخاطرات دي؟ Haben Sie ein Auto? Ja. Gut. Das heißt Kfz. Kfz. Haben Sie eine Wohnung? Ja, aber Sie wohnen wo? Das heißt, wir haben eine Wohnung. Sie gehen arbeiten? Ja. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin Laborant. Laborant, okay. 1, 2, 3, Unfall passiert und ich nehme Ihnen die rechte Hand weg. Könnten Sie dann noch arbeiten? Ich muss übersetzen. Entschuldige. Alles gut. هو سألوا الأول دلوقتي عنده عربية؟ آه عنده. ساكن في بيت؟ آه. بيشتغل؟ أيوة. حضرتك قلت حضرتك بيشتغل في معمل؟ مخمري. أوكي. لو لا قدر الله حصلت حادثة وإيده الشمال أو اليمين اتقطعت. لا سمح الله يعني. أوكي. Es wird schwierig. So mit einer Hand, Labor, schwierig. Das heißt, das Thema, das ist Unfall. Unfall. Waren Sie schon einmal bei einem Rechtsanwalt? Rechtsanwalt war ich einmal. Ja? Was haben Sie bezahlt? Ach, viel. Okay. Rechtsanwalt. So, das heißt, was habe ich jetzt gemacht? Dem Auto passiert was. Auto kaputt. Müssen wir in die Tasche greifen, Auto kaufen. Alte Auto ist okay, 2.000, 3.000 Euro kann man sich leisten. Neue Auto ist ein bisschen teurer. Da gibt es das Thema Versicherungen. So, bin schon stimmt. Danke. لو السيارة حصل لها حاجة ماشي وباظت يعني أقل حاجة بندفعها حوالي من 2000 ل 3000 أورو بس طبعا موجودة التأمين اللي احنا لازم نأمنه بيها اللي هي الحفظpflicht. أعتقد كلكم عندكم سيارات وده. Ohne Haftpflicht habe ich keine Kennzeichen. Habe ich aber ein neues Auto, das was vielleicht 30.000, 40.000 kostet, brauche ich Casco. دي لو الحفظpflicht ماشي من غير الحفظpflicht ما فيش الأرقام بتاعت السيارة. دي لو العربية بس قديمة شوية لو العربية جديدة يعني مثلا من 2019 2020 محتاجين حاجة اسمها فول كاسكو
Das heißt, wenn ich hier keine Versicherung habe, Auto ist, sagen wir, 30.000 Euro kostet, muss ich hier was herausnehmen und mein Konzept ist schon wieder weg. يعني لو العربية ثمنها 30 إلى 40 ألف أورو ماشي وباظت فيها شيء ممكن ناخد منها من هنا حاجة إن إحنا حوشناها عشان نصلح العربية فبالتالي إحنا بنهدم الهرم اللي إحنا بنيناه عشان نحوش حاجة. Bei der Wohnung. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, was mir selber passiert ist. عند البيت هو عاوز يحكي قصة حصلت له. Ich hatte eine Wohnung im Erdgeschoss. Im Keller hat es gebrannt. Die Feuerwehr hat aber trotzdem meine Wohnung bumm gemacht, also hinein. Jemand hat eine Frage. Also, der Motorfi geht برضو ودخلت الشقة بتاعته. Ich habe dann 30.000 Euro Feuerschaden gehabt. كان عنده بعد اللي حصل بعد الحادث اللي حصل كان لازم يدفع 30.000 Euro. Wobei die Wohnung nicht gebrannt hat, nur Keller. مع ان ما كانش عنده اي حاجه من الحريق هو البدروم هو اللي ولع. Ich habe Gott sei Dank Versicherung gehabt, die das bezahlt hat. الحمد لله كان متأمن. Habe ich keine Versicherung, muss ich selber zahlen. لو ما كانش عنده التأمين كان هو اللي هيدفع 30.000 أورو دول. Das heißt, das nennt sich Haushaltversicherung. اسمها Haushaltversicherung. Habe ich ein Haus, schon ein eigenes Haus, brauche ich ein Eigenheim. عندي بيت مش شقة اسمها Eigenheim. Dann gehen wir zum Rechtsanwalt. Sie haben viel Geld bezahlt. Man hat viele Risiken. Wer hat eine Wohnung gemietet? Okay. Ist immer schön, eine Wohnung zu haben. Aber sagen wir, in dieser Wohnung ist oben schwarzer Fleck. دي التأمين تبع المحامي هو سأل مين اللي مأجر بيت أو مأجر شقة هنا نقول مثلا إن الشقة دي عندها في السقف أنا أسفة في السقف شعر يعني عندها أي حاجة بايظة. Dieser schwarze Fleck sagen Sie zu Ihren Vermieter schwarzer Fleck dann sagt der Vermieter mach das Fenster auf. لما يبقى عندكم لو عندكم مثلا مشكله في السقف او حاجه ورحتوا للي مأجرين منه البيت وقلت له في مشكله في السقف هيقولوا لك افتح الشباك مش هيقولوا لك حاجه ثانيه. Sie sagen ich mach Fenster immer auf. Vermieter sagt mir egal. هتتناقشوا مع اللي مأجرين منه هتقولوا له احنا بنفتح الشباك هيقولوا لك هيقول لك يا مش مشكلتي. Sie gehen zum Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt nimmt sich 30 Minuten Zeit. هتروح للمحامي هياخد 30 دقيقة من وقته. Sie bekommen Rechnung 140 Euro für das, dass er zugehört hat. هتجيلك فاتورة 140 Euro بس عشان سمع ايه المشكلة اللي عندك. Sie sagen, okay, ich möchte klagen. Ich möchte in Gericht gehen. انت هتقول اوكي انا عاوز ارفع قضية على الايجار بتاع الشقة او اللي انا مأجرة منه. Dann sagt er, okay, Schaden, dank, 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 bekomme ich von dir 3.000 Euro. Der Mohammed wird dir sagen, okay, du wirst eine Klage machen und die Klage wird 3.000 Euro geben. Was machen wir? Wir greifen wieder in das hinein und das ist schon wieder weg. Was machen wir? Was wir haben, müssen wir benutzen, um den Mohammed zu bezahlen. Dann ist das der zweite. Und das Risiko kann man sich über einen Rechtsschutz Versicherung machen. Schutzversicherung. والمخاطرة دي ممكن نأمنها تبع الرechtsschutzversicherung. Wo dann der Rechtsanwalt von der Versicherung das Geld bekommt, dass er ihr Recht durchsetzen kann. يعني لو رفعت قضية على المستأجر بتاعك, الversicherung دي أو التأمين ده هو اللي بيدفع المحامي وبيدفع كل حاجة بتحصل الركنة اللي بتجيلك كلها.
Dann kommen wir zu dem Thema Unfall, wo wir den Herrn hergenommen haben als Laborant. Ja. Und wir haben ein super, super Sozialsystem in Österreich. احنا الدولة المساوية عندها نظام كويس جدا بالنسبة للحوادث او لو حد مرض او حاجة. Aber es ist immer nur die Erstversorgung gedeckt. هي بس الأول. اللي هو الحاجات الطوارئ يعني انك تروح المستشفى او ان هم يحطوك في يجبسوا لك رجلك او كده هو ده بس اللي متأمن. Und in der Unfall. وفي الأنفال اللي هو في تأمين الحوادث. Wird unterschieden Arbeitszeit oder Freizeit. بيبقى في حاجتين في اللي هي حصلت في الشغل او في وانت في الشغل ولا حصلت وانت برا وانت برا الشغل وانت في حياتك الخاصه. Wie schaut das aus gesetzlich? قانونا. Es gibt die AUVA und die PVA. Kanonen maugude, AUVA und PVA. Das sind die Krankenkasse, die für Unfall zuständig ist. دولت اللي ملزمين بالحوادث أو تأمين الحوادث قانونياً. Die unterscheiden unter Arbeitszeit und Freizeit. هما بيشوفوا الحادث حصل أثناء الشغل ولا أثناء ما أنتوا كنتوا في أي حتة خارجين برا أو بريفات يعني. Jetzt nehme ich Sie wieder her, weil Labor ist super. Sie haben ja im Labor wenig Risiko für Unfall. Ja. Zu Hause, Arbeit, zu Hause und das hier ist Arbeitszeit. Bett, Schul, Bett und hier da, Wort Schul. Passiert Ihnen in diesem Bereich ein Unfall, wir nehmen jetzt wieder die Hand her, dann haben Sie eine bleibende Invalidität. حصل لك حادث هنا ولا قدر الله ايدك حصل لها حاجه ماشي اللي بعديها هيحصل ان هو مش هيقدر يشتغل تاني. Was heißt das? Die AUVA tut 30-70% vom letzten Netto herannehmen und die PVA auch. اللي هيحصل لو حصل حاجة زي دي اللي الأفاقة والPVA هياخدوا هيدوك بس من 30-70% من المرتب آخر مرتب صافي دخلك كذلك برضو في الPVA. Die Hand weg, wären so circa 50% bleibende Invalidität, wo Sie Rente bekommen. 50-50. لو الإيد بس أو الدراع كله 50% ما يقدرش إن هو يقدر إن هو يمارس الشغلة بتاعته الطبيعية تاني. Ja, passt. Das heißt, in der Arbeitszeit ginge es sich aus, dass Sie leben können. Aber Sie bekommen nicht Geld auf einmal, um ein anderes Auto, andere Wohnung, was auch immer zu machen. معناها اه ممكن ان هو ان حضرتك in dem Falle تشتغل بايد واحده او بدراع واحد بس مش هيجي لك المبلغ الكامل ان حضرتك تغير العربيه بتاعه حضرتك عشان تعرف تسوق بايد واحده وده او البيت لازم يتغير. Ja, passt. Jetzt gehen Sie da dazwischen in Kaffeehaus. لو رحت في وقت عملك مثلا القهوة. Haben auf Autobahn Unfall Südosttangente. Was kommt auf Südosttangente automatisch tuk 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 der Hubschrauber. Okay. Danke. حصل حادث وانت رايح على الكافيه هوس على القهوة ماشي هيجي لك على طول أول حاجة بتيجي على الأوتوبان أو على الطريق السريع اللي هي الهليكوبتر. Dieser Helikopter kostet 7.500 bis 10.000 Euro. إن هما ينقذوك بس
المبلغ بتاعها من 7000 ل 10000 يورو. Bezahlt nicht der Staat, bezahlen Sie? الدولة ما بتدفعش دي. Hand ist weg. Dann sagt die PVA, okay, diese 30 bis 70 bzw. 50% vom Netto bekommst du vom PVA bekommst du noch. PVA hat gesagt, okay. صحيح انت ما كنتش في شغلك كنت رايح على القهوة بس هتاخد 30 من 70% من اخر دخل ليك صافي. AUFA sagt Freizeit 0. الأفأ هتقولك لا ده ما كانش في حدود العمل هيبقى صفر مش هتاخد حاجة خالص. Ja. PVA, Pensionsversicherungsanstalt, allgemeine Unfallversicherungsanstalt. Sie arbeiten, oder? Darf ich? Hm? Okay. Sie arbeiten. حضرتك اشتغلت صح؟ حضرتك بيجي لك اللونزيتل بتاع حضرتك بمكتوب SVS اللي هي الشطايه تمام؟ حضرتك بتدفع جزء للأنفالفرسيشرونج تبع الدولة وجزء تاني للPensionsversicherung تبع الدولة برضو اللي هي المعاشات والحوادث. Das heißt, das ist ein Riesenproblem. Das Unfall ist ganz schlecht versichert. يعني لو حصل لك حادث خارج الشغل أو خارج مواعيد الشغل مش متأمن. Auch hier ist es empfehlenswert, eine eigene Versicherung zu machen, privat. هنا هو بينصح إن إحنا نعمل تأمين حوادث خاص علشان لو حصل حاجة زي دي ما تبقوش ما يبقاش في اي عقبات حتى في الفلوس. Jetzt das ist einmal das Risiko, was sowieso immer gefährlich ist. Jetzt komme ich aber zu einem Risiko, was wir in Österreich haben, ist das Thema Pension noch dazu. Okay. الحاجات اللي هنا ماشي دي حاجات ممكن احنا نأمنها. إنما المشكلة الأساسية أو الكبيرة في النمسا هي مشكلة المعاش. Das österreichische Pensionssystem. Mit zwei Blätter. Aha, drei. Schaut so aus. المعاشات تبع الدولة النمساوية شكلها كده. Das ist das Leben, die Lebenslinie. دي ده خط العمر بتاع. Das unterteilt sich in drei Abschnitte. Unser Leben in drei Abschnitte. بتتقسم في ثلاث خطوات. Erster Abschnitt ist, wo wir Kind und Jugendlich sind. أول خطوة لما احنا نكون أطفال. Ausbildung. التعليم. Dann sind wir mit Ausbildung fertig. Wir gehen arbeiten. بنخلص التعليم أو بنخلص الجامعة. بنروح نشتغل. Und dann gibt es in Österreich eine Pension. Jetzt ist so in Österreich, das Pensionssystem wurde 1955 kreiert. Wir nehmen die Pensionssysteme 1955 in Nimsa. Da war es so, 5 Arbeiter. خمس عاملين einen Pensionisten ernährt. يعني خمسة بيشتغلوا كانوا بيدفعوا المعاش بتاع شخص واحد على المعاش. Das hat sich inzwischen geändert. حاليا الموضوع اختلف. Wir haben jetzt 2,5 Arbeiter, ein Pensionist. يعني 2.5 عاملين هم اللي بيدفعوا المعاش حاليا لشخص واحد. 2030, das ist nicht mehr so weit. سنة 2030. 2-1. سنة 2030 هيبقوا 2 عاملين بيدفعوا معاش شخص واحد. 2050 werden wir wahrscheinlich noch alle noch da sein. Ich glaube auch, ja. Ein Arbeiter, ein Pensionist. 2050 هيبقى شخص واحد بيدفع المعاش بتاع شخص واحد. Warum? ليه؟ Es gibt immer weniger Kinder. 5 Kinder.
حاليا بقى في اطفال اقل. 1955 الاسره الواحده كان عندها 5 اطفال. Die Ausbildung dauert immer länger. Die durchschnittliche Ausbildung inzwischen in Österreich 24 Jahre. التعليم نفسه بقى بيحتاج فتره اطول. يعني الحد سن 24 سنه لحد لما حد يتعلم. Österreich ist Weltmeister, aber nicht im Fußball, sondern in Pension. Durchschnitt 57 Jahre Pensionsalter. Muss ich das jetzt übersetzen? النمسا من احسن البلاد اللي الناس بتطلع فيها على المعاش تقريبا ب 57 سنه. Und wir werden immer älter. Wir haben jetzt durchschnittlich 85 Jahre Lebenserwartung. Das heißt, es gibt immer weniger Menschen, was arbeiten, da kommt immer weniger und die werden immer älter. Das jetzige Pensionssystem schaut so aus. Am Anfang wenig verdienen, mit der Zeit immer mehr verdienen. Das ist jetzt. النظام المعاشات حاليا في الأول ناخد مرتب أقل وبعد كده بيرتفع المرتب لحد المعاش. 65 Jahre wird genommen der Durchschnittverdienst. 65% Pension. 65 سنة السن اللي احنا بنطلع فيه على المعاش بيشوفوا التساوي بتاع المعدل بتاع لا مش تقاعد الراتب بتاعكم بيشوفوا الراتب بتاعكم قد ايه اللي هو اكتر حاجة ماشي وبتاخدوا منه 65% بس معاش. Jetzt bin ich wieder nehme ich wieder unseren Laboranten. Indiskrete Frage, verdienst netto 2.200? Ja. Das heißt, Sie verdienen 2.200, davon 65% sind 1.200, 1.600. Wäre theoretisch, es wird eigentlich vom Brutto gerechnet, aber ich nehme jetzt das Netto. Aber diese 1600 Pension bekommt er nur, wenn er 40 Jahre arbeitet in Österreich. يعني من 2200 Euro بياخدهم كل شهر لما يطلع على المعاش هياخد 65% اللي هم 1600 Euro ومش هياخدهم غير لما يشتغل 40 سنة بس 40 سنة. Und er geht nicht. Jetzt frage ich Sie, wie lange arbeiten Sie schon? Wie alt sind Sie? Haben Sie einen guten Hausarzt? Wissen Sie, was ich meine? Ja? Das ist ein Problem, das ist ein Risiko. Und wenn wir zwei, wir machen Plan für unser Haus, wir machen Plan, wir fangen an zu sparen, dass sich das in 5, 6 Jahren ausgeht. Wir schaffen auch das da alles funktioniert, aber dann bekommen sie eigentlich keine Pension, weil sie bekommen Mindestrente. يعني لما يعملوا الخطة إن هم خلاص حضرتك تشتري البيت تمام وإن حضرتك ما تدفعش أي حاجة لو حصلت هنا مشكلة ماشي برضو مش هيدفع لأن حضرتك هتاخد أقل معاش بياخده أي حد نمساوي. Also man sieht, es gibt da schon einige Herausforderungen bei uns. Die es anders ist als vielleicht in Arabien. Ja? في شوية يعني عقد هنا وفي شوية مشاكل هنا في الدولة النمساوية أو في النظام النمساوي غير عندنا في الدول العربية. Okay. Jetzt habe ich den Kopf so richtig wusch gemacht, oder? Sind wir ehrlich, ist so ein bisschen. Ich kann Sie beruhigen.
Das geht allen so. كل الناس اللي بتشتغل هيبقى كده بصراحة. Nicht nur ihnen, auch den Österreichern. Ja. احنا بس حتى النمساويين. Das ist unser, das sind Sie jetzt. Ich hoffe, Sie erkennen sich, ja? Ja. Sie müssen sich vorstellen, über das, was wir jetzt gesprochen haben, gibt es einen Geldmarkt in Österreich. الحاجة اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي او الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه في سوق لي في النمسا. Es gibt die Bausparkasse. Es gibt Versicherung. Es gibt Energie. Bank, Investment. Okay. معناها في البوشباكاسة حد يعرف ايه البوشباكاسة؟ سباكاسة التوفير. بوشباك. توفير. لا البوشباكاسة حد عامل حاجة زي كده؟ البنك زي شهادة استثمار بتستثمروها لمدة 6 سنين. ماكسيموم 100 أورو. Mindestens 6 Jahre, glaube ich, oder? 6 Jahre bis gefunden, ja. Ja, 6 Jahre und بتاخدوا عليها فوائد, شهادة استثمار. في التأمين اللي هو تأمين على الحياة. Check das ein bisschen. Ja, passt schon. Passt. Was ist Energie? Strom und Gas. الطاقة, الغاز والكهرباء. وفي البنك. إن نحوش في البنك عادي. وفي الانفستمنت إن إحنا نستثمر فلوسنا في حاجة تانية. زي الذهب مثلا. Diese 5 Sparten ist der Geldmarkt in Österreich. الخمس أشياء دولت دولت الفلوس أو السوق بتاع الفلوس هنا في النمسا. Bei den Bausparkassen ist es relativ leicht. Da gibt es 4. عند شهادات الاستثمار في 4 أنواع. Das kennt man, das ist überschaubar. Versicherungen gibt es 100. التأمين في 100 في 100 نوع في لا لا في أربع في أربع بنوك أو أربع شركات هم اللي بيعملوا وفي تأمين بيعملوا 100 يعني 100 تأمين أو 100 شركة تأمين بيعملوا حاجة زي كده Energie Strom hier läuft die ganze Zeit Strom gibt es 120 verschiedene Anbieter الكهرباء في 120 شركة بتقدم عروض Banken gibt es 1200. Wie 1200 Banken. Ganz kurz erklärt, warum? Raiffeisen ist nicht Raiffeisen. Sparkasse ist nicht Sparkasse. Das sind alles Direktionen und eigene Banken. يعني Raiffeisen für Vienna, مش هي نفس Raiffeisen für Burgenland auf محافظات تانية. Investmentmöglichkeit, das ist Fonds, Gold, Aktien, solche Sachen. الاستثمار يعني البورصة أو الذهب. 11.000 Möglichkeiten. 11.000 شركة بتعمل كده. Man sieht ein riesengroßer Markt, wo unser Kunde, das geht nicht. Aus dem Grund Hilfe, Angst. Jetzt haben Sie in Wahrheit 3 Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, Sie gehen hin zu BAWAG, zur Wiener Städtischen. Die werden Ihnen schon das Beste machen, aber Sie können nicht vergleichen. يعني كشخص عادي لو شفنا السوق الكبير ده يعني اكتر حاجه ممكن نعملها هما في 3 حلول اول حل ان حضرتك تروح على البنك بتاع حضرتك او BAWAG وتختار حاجه من الحاجات دي يعملها لك بس مش هيقدروا ان هما يطلعوا لك احسن حاجه Möglichkeit 2. Sie nehmen ein Jahr Urlaub. Was würde der Chef sagen? Ein Jahr Urlaub? Bing! Das Schlimme, Sie machen ein Jahr Urlaub, Sie gehen alle Banken, alle Versicherungen, hallo, möchte Versicherung, hallo, möchte Kredit, zu Hause lesen, nach einem Jahr wieder von vorne beginnen. تاخد اجازه من شغل حضرتك تروح لكل الشركات اللي بتقدم العروض تاخدها معاك البيت وتقراها ومش برضه مش هتلاقي حل Möglichkeit Nummer 3 الحل الثالث ist man nimmt einen ungebundenen Vermittler
ungebundene Vermittler. الحل الثالث والأنسب إن إحنا نجيب سمسار يبقى فاهم في الموضوع وفاهم في السوق نفسه. Und das ist das, was wir machen und auf das, was ich stolz bin. Wir suchen für den Kunden aus dem Markt heraus das, was für ihn passt. Danke. Da, اللي إحنا بنعمله واللي هو فخور بي وأنا فخورة بي إن إحنا بنعمل ده لأن إحنا بنختار من السوق كله أفضل حاجة للشخص أو لحضرتك مثلا العميل يعني أحسن حاجة لي وأكتر حاجة مناسبة لي. Warum ist das wichtig? Also sich den Markt zu vergleichen, dass sie auch ein bisschen spüren können, was da los ist. ليه إن إحنا نشوف كذا عرض ليه ده مهم أو دي حاجة مهمة؟ Wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Banken beginne. مثلا هو هيبدأ عند البنوك. Wir nehmen den Kredit für das Haus. Sie nehmen den auf, es ist alles okay. Und Sie bekommen von der Bank 3% Zinsen. Okay. حضرتك هو حضرتك عاوز تشتري بيت، هناخد الكارد من البنك وهيدي البنك هيدي الفلوس وعليها كمان 3% فوائد. Unsere Arbeit ist, wir fragen alle Banken, welcher Kunde, also das ist unser Kunde, wer will denn? Und bekommen dann die Angebote zurück und spielen die Banken gegenseitig aus. الميزة عندنا Hallo. Hallo. الميزة عندنا ان احنا بنشوف بنبعت كل حاجة للبنوك كلها ونشوف افضل حاجة تقدر ان هي تبقى كويسة للعميل وبنستخرجها بنديها للعميل. Aufgrund der Erfahrung sind wir im Durchschnitt 1,5 bis sogar 2% billiger, als was der Kunde selber bekommt. يعني من التجارب اللي فاتت احنا ارخص 1.5% ل2% من لو العميل نفسه راح للبنك وخد منه الكارد. Was heißt das in Geld? معناها ايه بالمصاري؟ Nehmen wir das Haus her wieder mit 500.000 und sagen wir, wir sind um 1% nur billiger. Sind das 5.000 Euro im Jahr weniger Zinsen. معناها لو حضرتك خدت كارد ب 500.000 علشان البيت 1% أرخص معناها في السنة 5.000 Euro. Bei den Versicherungen ist so, wir haben heute wieder so ein bisschen gespielt, gerechnet, wir sind im Durchschnitt 30-40% billiger, als was der Markt draußen automatisch hergibt. بالنسبة للتأمين العام احنا ارخص من شركات التامين لما العميل يروح لشركه التامين ب 30-40%. Vielleicht jetzt noch zu mir als Person, dass Sie wissen, wer ich eigentlich genau bin. Mein Name ist Thomas Szymanowski, bin geprüfter Versicherungsmakler und Vermögensberater, bin seit 2006 in dieser Branche tätig, in dem Unternehmen, bin ungebunden und arbeite mit derzeit einem sehr großen Makler zusammen, die wiederum knapp 16 Büros in Österreich führen, mit knapp 300.000 Kunden, somit noch einmal Sonderlösungen herausbringen für den Einzelnen. Danke. Hau, ihr war Esmo Thomas Szymanowski. Danke. شغال في المجال مجال التأمينات من 2006. هو شغال Schon die Hilfe vergessen. Geprüfter Vermögensberater und Versicherungsmakler. Danke. هو سمسار تأمينات وحتى الكرود والحاجات دي. Seit 16 Jahren in der Branche. مصدقة. Danke. مصدقة. Ja, was noch? Seit 16 Jahren in der Branche. بقاله 16 سنة في المجال ده. Arbeite mit einem großen Unternehmen zusammen, was 16 Büros hat. بيشتغل مع شركة كبيرة عندها 16 فرع. Und knapp 300.000 Kunden in Österreich hat. وعندهم 300.000 عميل في النمسا. Dadurch Sonderlösungen für den Kunden wieder bringen. Dadurch Sonderlösungen für den Kunden bringen. Ah, Alles live. وعندهم يعني هم بيجيبوا أحسن يعني أحسن من الأحسن الحاجة للعميل. Was können wir für Sie jetzt anbieten? Bei uns ist es dann so. احنا نقدر نقدم ايه للعملاء؟ Es gibt einmal ein Analysegespräch, nennt sich das. Kann ich auch? Okay, passt.
في حاجة اسمها Analysegespräch, يعني Das ist der erste Termin. تحليل. Beim Analysegespräch wird einmal erfasst, was Sie für persönliche Wünsche und Ziele haben. الأنالوزيجيسبريش معناها بتبقى في أول ميعاد معانا بنشوف إيه الاحتياجات أو إيه التحليل اللي أنتم محتاجينه محتاجين إيه أصلاً. Plus, wenn Sie Produkte haben, dass man sich die mal anschaut, Bestandsaufnahme. ولو عندكم تأمينات يعني أي تأمين سيارة أو حاجة زي كده بنشوف التأمين ده كويس ولا لا. Dann wird im Büro ein Konzept erarbeitet. ثاني خطوة احنا بنعمل بلان بنعمل خطة ازاي؟ Ja, bitte. Alles gut. So wie ich beim Haus gesagt habe, da gibt es ein Konzept, dass wir das dann erreichen. بنعمل خطة ازاي ان احنا نوصل لأفضل حاجة للعميل. Zu dritt gibt es dann ein Beratungsgespräch. تالت حاجة بنتكلم مع العميل. Und zu guter Letzt laufendes Service. وآخر حاجة انتم ممكن اتفضل شكرا ميرسي بالبروتوكول البيبي هي انه نحن بعد ما تواصلنا مع الشخص او الكون دي نحن نكتب العقود الخاصه فيه يعني بالاجي بنسال الشخص شو بدك شو طلباتك شو ممكن يلزمك انت شو بده يشتري بيت بعد 10 سنين بعد 15 سنه نحن راح نكتب العقود يعني العقود اللي نحن لحظه بس قبل ما نكتب العقود بتحصل حاجه ان احنا بنقعد مع العميل وبنفهمه ايه اللي في العقود بمعنى ان احنا مش بنخليك تمضي على حاجه من غير ما تفهمها يا اوكي تمام شكرا العفو وهي تجي بالمرحله الرابعه اللي هي موعد السيرفيس يعني او الموعد بعد ما بتجي بقول طبيعي هو عنده 4 اسابيع او في منه اسبوعين يحق له يعمل ريتريت اسبوعين نحن بنشرح له كل شيء ضمن البوليسه هاي مثلا شو الهدف انت مثلا عملت هذا العقد بدك تشتري بيت عملت هذا العقد لابنك اللي صار عمره 20 سنه جاتك البوليسه ما فكر سيكرونج او رحت شو تسول الفيرسيكرونج ثم يعني لاي حد انت بيحق لك شو بيحق لك ضمن هاي البوليسه نشرح له اياها كامل هذا هي الحاله الرابعه للترميم للسيرفيس وحتى نشوف لو في اي حاجه ثانيه محتاجينها او اي حاجه تقدروا ان احنا نساعدكم فيها بس اهم حاجه طبعا في المرحله الثالثه ان احنا بنفهمكم بالظبط ايه اللي انتوا بتمضوا عليه دي اهم حاجه لان مفيش حد عايز يمضي على حاجه ما يعرفهاش Das heißt, die Philosophie des Unternehmens ist eine Person für alle Fragen. الفلسفه بتاعت الشركه شخص واحد لكل الاسئله. Was glauben Sie, was kostet Sie das? تفتكروا بكام؟ Gut aufgepasst, Applaus. Nein, es ist so, wir machen unsere Dienstleistung. Wir machen die Dienstleistung definitiv kostenlos. Vater. ما فيش تكلفة. عن سيارة عن بيت عن تأمين حوادث عن نسبة البنك قديش بده ياخد مني لو بدي اشتري بيت. بصي حضرتك هو حضرتك لما بتجيلنا حضرتك بتقول لنا يعني أول ميعاد بنشوف حضرتك إيه احتياجاتك. شو طلباتك؟ شكرا ماشي وبعد كده إحنا بنشوف إن إحنا نهيئ الطلبات دي على العرض اللي عندنا. أوكي؟ Ich will das vielleicht auch so erklären, diese Schiene. Mhm. Wenn wir heute zu einem Arzt gehen, also wir reden über das Thema Geld und das noch wichtigere Thema ist Gesundheit. Beides fängt mit G an in Österreich. Gesundheit, Geld. Geld, ja. Wenn ich heute mich nicht gut fühle, ich habe Schmerzen, gehe ich zum Arzt. لو انا مرضانه بروح للدكتور Der Arzt kommt mit Stöpsel hört an ist Aufnahme لما بتروحي للدكتور وحضرتك عيانه او مريضه وبيكشف عليكي
دي اول خطوه Konzepterstellung ist Röntgen. Deine Khatwa il Isha'a. Beratung ist Befund. Dritte Khatwa in der Tiga bta't il Isha'a. Und ein Jahr später komm wieder her. Geld, Geld Gesundheit relativ gleich. يعني الصحة والفلوس تشابه مشابهة لبعض. Okay. Ich sage jetzt schon einmal danke für die Aufmerksamkeit. Bin eh noch ein bisschen da für offene Fragen. Bitte. الكارت هي يعني شو الكابيتال تبع الشخص اللي لازم يدفع لازم يدفع كابيتال 20% من حق البيت 20% من حق البيت اه الفوائد تسال عن نسبه الفوائد في فيل تسينزون بيكومت في فيل تسينزون كومت وما حضرتك قصدك ايه؟ مش قصدي 20% ايش بص حضرتك لما بتروحي تشتري بيت بعرف انه كانت 10% كانت بقى احنا دلوقتي يعني هلا صارت 20% 20% also jetzt wenn sie ein Kapital bei der Bank hat dann 20% genau 20% ich würde weil da natürlich jetzt sicherlich die eine oder andere Frage aufgetaucht ist ich würde ihnen wirklich empfehlen von dem Menschen was sie eingeladen worden sind einen Termin mit ihm gemeinsam auszumachen, wo ich auch gerne dann dazukomme, wo wir dann in die Tiefe individuell hineingehen, weil das würde jetzt hier auch nicht herpassen, wo wir dann eben diese Aufnahme einmal machen, wo wir dann einen Befund machen können, wo wir hinkommen. Und von meiner Seite her, danke für die Aufmerksamkeit, danke, dass Sie uns die Zeit gegeben haben, dass wir Ihnen das mal vorstellen können. Und ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam die Termine durchzuführen. هو ينصح إن الناس اللي عزمت حضرتكم إنكم تعملوا معهم الميعاد وإن هم يقدروا يشرحوا لكم أي أسئلة حضرتك أنتوا عندكم أسئلة هم يشرحوا لكم الأسئلة ويجاوبوا عليها وهو هيبقى معاهم أكيد في الميعاد. هون؟ können Sie dich hier erfahren? Ja, ich bin eh noch da, ich laufe nicht weg. Aber dass man den offiziellen Runde, würde ich jetzt einmal so lassen. Okay. Und wir können gerne noch persönlich plaudern. Schönen Abend noch, alles Gute, Dankeschön.